bald, als braut sich das Gewitter zusammen. Es heißt, dass die sportliche Führung ausgetauscht werden soll, Marcel. Dass also Olaf Ludwig und Mario Kummer gehen sollen. Was denkst du, was ist da dran? Naja, das stand heute in der L'Equipe, einer doch recht seriösen... Weil die Taktik zumindest diskutabel ist. Da haben wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen. Wenn man auf den Gesamtsieg gefahren wäre oder weiter hätte fahren wollen, dann hätte man möglicherweise ein paar Leute nicht fahren lassen dürfen. Das sieht man jetzt im Nachhinein natürlich so. Das sehen alle so. Auch Bjarne Riis bei CSC wird das ähnlich sehen. Aber Bill Stapleton ist als Teammanager im Gespräch. Er managt derzeit die Damen von Team Mobile. Was kann man über ihn sagen? Was weißt du über ihn? Wir können ihn mal zeigen. Wir haben, glaube ich, ein Foto da zusammen mit Olaf Ludwig. Wenn ich, Rolf Aldag ist übrigens dann noch als sportlicher Leiter im Gespräch. Wir erwarten den Kommunikationschef von Team Mobile, Christian Frommert, demnächst hier bei uns. Er hat es nicht rechtzeitig zum Vorlauf geschafft, steht uns aber nachher noch zu einem Gespräch zur Verfügung. Dann werden wir das nochmal vertiefen. Vom Team Team Mobile jetzt zum Team Gerold Steiner. Da haben sich nicht alle Hoffnungen und Wünsche erfüllt, was das Abschneiden im Gesamtklassement angeht. Da hat man sich von Levi Leipheimer vielleicht doch ein kleines bisschen mehr erwartet. Andererseits ist ein anderer junger deutscher Fahrer ins Rampenlicht gefahren. Der hat sich, wie Thomas Bramel uns jetzt zeigt, hier ja schon überraschend ein ganz eigenes Rennen während der Rundfahrt geliefert.